Niklas Schipnowski mit 5 Toren und 4 Assists, Topscorer des Tabellenführers Saarbrücken. Er traf auf seinen Ex-Club Wehen Wiesbaden. Unter Rüdiger Rehm stieg er einst in die zweite Liga auf, spielte dann aber keine große Rolle mehr. Die spielt er jetzt dafür in Saarbrücken. Anfangsphase des Spiels. Guthörl startet, überläuft Müller. Erste Riesenchance für Wiesbaden, aber Zellner konnte klären. Und dann nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Achtung, Tietz kontrolliert den Ball, spielt auf Medic, aber der rutscht aus. Jakob Hellbach dazwischen. Ein kurzer Haken und dann chippt er ihn rein, er legt ihn rein. Unverschämt, einfach genial. Gut, hier das Missgeschick der Wiesbadener und dann Jakob geistig fix. Der Haken rum um Janka und dann dieses herrliche Tor, sein 5. Saisontor zur 1:0-Führung für den 1. FC Saarbrücken in der 13. Minute. Ein klasse Ding. Boss konnte nur noch hinterher staunen. Aber dann die Antwort der Wiesbadener. Chato, Tietz, gerade Wegbereiter zum Gegentor und jetzt Wegbereiter zum eigenen Tor, denn Malone schließt ab in der 16. Minute zum 1:1, sein 3. Saisontor. Tietz eben Pechvogel, jetzt Vorbereiter. Ausgleich 3 Minuten nach dem Rückstand. Es wurde ein immer wilderes Spiel. Der Tabellenführer, der Aufsteiger gegen den Absteiger im Vorwärtsgang. Tim Golle, weich und lang auf Hipnoski. Da war er wieder, der Schipnowski mit seinem 10. Scorerpunkt. Ein Tor gegen seinen Ex-Club. 2:1 für Saarbrücken in der 24. Minute. Golli, klasse. Der schien schon weg zu sein, der Ball, aber er holt ihn noch und legt ihn weich vor für Schipnowski. 2:1 Führung, also wieder für die Gastgeber. Aber wieder gab es den Bumerang. Langer Ball, Kopfballstaffette und wieder ist es Tietz, der vorlegt. Wieder für Malone und der 20-Jährige. Deutsch-Amerikaner gleicht aus. Dieses Mal brauchten sie nur 2 Minuten für die Antwort. Und wieder war es die Kombi. Tietz auf Malone. Kein Abseits, sein 1. Profi-Doppelpack. Halbzeit. Kwasniok staunte nicht schlecht über dieses kunterbunte Spiel. Und so ging es auch weiter im 2. Durchgang. Die Wiesbadener spielen nach vorne. Tietz, 2 Vorlagen hat er schon. Und das wird seine 3. Denn Malone ist wieder da und vergoldet es zum 3:2 in der 54. Minute. Wieder diese beiden, wieder Tietz auf Malone. Der Deutsch-Amerikaner mit seinem 1. Dreierpack im Profi. Fußball. Jetzt also Wiesbaden vorne und jetzt schlug Saarbrücken zurück mit Perdedei, mit Jänicke, starke Flanke und da ist Jakob und er köpft ihn rein in der 73. Minute. Jetzt ein Traumtor mit dem Kopf. Wieder senkt sich der Ball hinten hinter Boss ins lange Eck zum Ausgleich. Und dann das Finale in diesem Spiel. Die Wiesbaden hatten die Köpfe oben, spielten auf Sieg. Und Golli köpft an den eigenen Pfosten. Dusel in dieser Szene für die Saarbrücker. Und dann die Lucky Puncher, die so manches Spiel in der letzten Minute entschieden. De Will auf Mendler, die Nachspielzeit und Boss hält den einen Punkt für Wiesbaden. Fast wieder ein Happy End für Saarbrücken, aber es blieb dieses Mal beim 3:3. Applaus von Kwasniok, dann muss am Ende auch mal ein Punkt langen nach diesem Spitzenspiel. Ich fand, dass wir heute vielleicht, mal abgesehen, wie gesagt, von dem einen oder anderen Fehler zu viel, aber mit Ball vielleicht sogar unser bestes Spiel gemacht haben in dieser Saison. Ich glaube schon, dass wir eine Reihe heute auch verdient hätten, auch wenn der Gegner natürlich immer mal wieder zu Torchancen gekommen ist, aber auf einfachere Art und Weise. Wir kennen die Heimstärke von Saarbrücken und wir kennen vor allem ihren Lauf, den sie haben. Und den mussten wir heute erstmal unterbrechen. Und wenn sie zweimal in Führung sind, dann nochmal auszugleichen, sogar mal kurz das Spiel zu drehen. Das ist schon eine sehr, sehr positive Eigenschaft, die wir heute an den Tag gelegt haben. Und die müssen wir gucken, dass wir die weiter fortführen. Und das nehmen wir natürlich mit. Den einen Punkt, wie gesagt, ich glaube, von der Anzahl der Torchancen her waren wir sogar mindestens gleichwertig, wenn jetzt sogar einen Tick vorne dran. Wiesbaden holt nach starkem Fighter in 3:3 beim Tabellenführer und wie wir hörten, fühlten sich beide Trainer als heimliche Sieger eines tollen Spiels. Alle Spiele der 3. Liga live.
Nur bei Magenta Sport.